brauchen wir da Handelsrouten für. Wenn wir jetzt noch England mit reinnehmen, hätten wir die. Wenn wir versuchen, mit England schaffe ich die immer. Ob ich es mit Frankreich schaffe, werden wir sehen. Seht schon, wir brauchen dringend Ressourcen und Gold. In erster Linie Gold. Wir haben nur 40. Gegen Gold tue ich ja gerade was, indem ich meine Handelsverbindungen ausbaue. Ja, nicht die Ressourcen. Ja, hier. Die Handelsniederlassung bringt Gold. Wir versuchen die möglichst weit und nach Möglichkeit überall hin zu bauen. Hier seht ihr, haben wir ein Gebäude weniger. Batavien, können wir eine Botschaft bauen. In England nicht. England will keine Beziehung mit uns. Nee. Wir können Botschaften nur in... Ja, hier. Nicht Weltmachten, ne, sag ich mal, ja. Also nicht Preußen, nicht Österreich. Beziehungsweise Österreich-Ungarn ist es eigentlich. Nicht in Frankreich, was wir selbst sind, und nicht in Russland bauen. Können sie ja auch im Osmanenreich bauen. Oder Ottomanenreich heißt es hier. In Spanien, Hamburg, Helvetien. Und wo wir sie sonst haben wollen. Außer halt, wie gesagt, die Großreiche. So, dann... Für dich brauche ich 600. Oh, okay. Hey Leute, ringsherum. Was wollt ihr denn so? Auch Kohle. Ja, was gebe ich euch mal? Nahrung. Das hat mich interessiert. Oh, war auch leicht überteuert für die. Nach deren Mahnung. Derzeit nicht interessiert. Man bittet uns ein besseres Angebot abzulegen. So, jetzt. 690. Da hast du eine 600. So. Ja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich Batavien friedlich interagieren. Also mittels Botschaft und Co. Einverleiben, das hat den Vorteil, wir kriegen mehr Ressourcen. Und wir kriegen ihre Einheiten, wie Schiffe und Landeinheiten, während wir sie bei der militärischen Integration einnehmen müssten, dann halt nicht ihre Einheiten kriegen würden. Und naja, es bräuchte auch Zeit und derzeit bräuchten wir Nahrung. Okay, wir brauchen dringend mehr Gold. Habe ich dem einen, den ich da weggezogen habe, eigentlich schon eine Einheit gegeben? Ich glaube nicht. Ja, das ist die typische geteilte Aufmerksamkeit eines NPRs. Tue etwas, denke nachher drüber nach. Muss ich gleich ändern. Ich hoffe, gleich kann ich es ändern. Jetzt mögen wir ziemlich wenig Gold haben.
wird sich später ändern. Ich könnte theoretisch Forschungspunkte gegen Gold eintauschen, also gegen Wertungsanlagen, aber das lasse ich für den Moment. Wir werden später wahrscheinlich in dem Luxus sein, weil ich einfach mal weiter das Handelsimperium ausbauen will, dass wir uns wahrscheinlich die Ländereien von den anderen Spielern kaufen können, statt sie uns irgendwie anderweitig unter den Nagel reißen zu müssen. So, hier brauche ich aktuell nichts, brauche aber trotzdem mal mehr Gold. So, was braucht denn so? Wie wär's mit 400 davon gegen 8 oder 10? Klar, für mich. So. Ich glaube, irgendwie haben wir ein Zahnungsproblem. Ja, für jeden Tag im Jahr ein Euro, ne? Und, geht dann halt. Okay, die wollen wir allesamt nichts. Nächste Runde. So, in der Simulation der... ja. Der NPC. Sorry. In der Simulation der NPC... Länder. Scheint ein bisschen langsamer zu sein. Wir gehen aber in der Frameszahl ordentlich runter. Naja. Ich hoffe, ich nusche nicht oder so. Passiert mir schon. Wenn doch, bitte ich das zu entschuldigen. Ich kann einfach nicht anders. Tut mir ja auch leid. So. 560. Der hätten wir auch einfach sagen können, dass sie derzeit nicht interessiert sind. Habe ich schon gefragt, oder? Na egal. Dafür 560 können wir uns leisten. Sollen wir es machen? Ja, komm. Langsam wird's dunkel. Wir haben es auch schon spät. Also, spät ist relativ. Aber nun gut. So, ich glaube, hier nach speichere ich mal kurz und guck mal nach, wie jetzt eigentlich die Aufnahme geworden ist, die Audioqualität etc. Wie geht's?